Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Wer die Sendung langjährig verfolgt, wird wissen, dass wir durchaus Schauspieler, renommierte Schauspieler hatten, dass wir renommierte Sänger gehabt haben, dass wir renommierte Musiker gehabt haben. Letzte Woche kam es zur Philharmonie, von den Philharmonikern. Aber wir haben noch niemanden gehabt, der in allen drei Disziplinen sehr diesen Disziplinen gerecht wird. Und deswegen begrüße ich mit ganz besonderer Freude dieses, klingt ein bisschen platt, Multitalent, Antje Rietz. Antje Rietz, ich habe mich eben erkundigt, damit niemand mich als unhöflich vermuten kann. Ich habe mich erkundigt, ob ich das sagen darf. Sie sind 47 Jahre. Sind Sie eigentlich Berlinerin? Nein, nicht? Da, seit 47 Jahren. Seit 47 Jahren doch. Ja. Weil ich so im Vorgespräch hörte ich nicht, man hört ja manchmal so ein bisschen Berliner Ton heraus, aber habe ich bei Ihnen gar nicht gehört. Ich kann also, auch Herrn Sanders. Ah ja, gut. Also richtig originär berlinerisch. Aha. Sehr schön. Ich habe aus unserem Gespräch oder vielmehr auch das, was Sie mir auch zugeschickt haben, dem entnommen, dass Sie eigentlich in einem musisch orientierten Familie groß geworden sind. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Was war Ihr, Ihre Eltern waren die hauptberuflich Musiker? Das konnte ich jetzt nicht mehr in Mein Vater hat Trompete studiert. Trompete? Mhm. Ja, ja. Und der ist mit Leib und Seele Musiker, der musste aber aus Gründen, die jetzt hier nicht erwähnt werden müssen, eine andere Laufbahn einschlagen, hat beim SFB und RBB gearbeitet, hat aber nicht mehr als Trompeter, sondern jetzt etwas anderes. Als Notenarchivar. Ah ja. Ja. Und hat viel mit den Musikern da zu tun gehabt, mit den Chören und Orchestern dort und macht immer noch ganz leidenschaftlich Musik. Meine Eltern haben sich auch über die Musik kennengelernt. Ach so. Im Chor. Ja. Oh Mensch. Ja. Wunderbar. Ja. Aber dann sind Sie ja in einem ganz musisch orientierten Haus aufgewachsen. Sie spielen selber Trompete, was für Frauen selten ist, dass Frauen Trompete spielen. Und Sie haben, wie ich eben ja schon sagte, in den anderen Disziplinen ja auch höchste oder tolle Erfolge. Wie sind Sie zu dieser, zur Schauspielerei gekommen, zur Sängerei? Zu Musik, wie sie, Musik Elternhaus, singen auch Elternhaus? Oder? Ja, auch Elternhaus. Das ist das ganze Programm. Und ich habe auch einen großen Bruder, der ganz wunderbar Klavier spielt. Also das ging so los, die Trompete lag nun zu Hause rum. Ja. Und ich habe ausprobiert. Und das funktionierte doch auch ganz gut. Und mein Vater hatte, ich glaube, auch Lust mit seiner kleinen Tochter, denn da die Trompete zu bewegen. Ach, wir haben herrliche Duette zusammengespielt zum Üben. Mein Bruder eben am Klavier. Beide haben wir die klassische Laufbahn begonnen und haben auch, ich finde, fleißig geübt, aber ein bisschen pflichterfüllend geübt beide. Und damals wollten Sie Trompeterin werden? Oder nee, damals noch nicht. Ach, ich habe mit 11 angefangen. So, und das, also die klassische Ausbildungsvariante. Genau. Und habe in sämtlichen Schulorchestern und Jugendorchestern von Berlin gespielt. Aber als dann die richtigen Noten bei uns auf dem Pult lagen zu Hause, da hatten mein Bruder und ich so richtig Feuer gefangen. Das waren nämlich Noten, Schlagernoten oder Swing-Noten, alte Klassiker-Unterhaltungsmucke, die zu Hause rumlag und mein Bruder denn am Klavier, ich mit der Trompete. Und das hat das Üben so versüßt. Dadurch haben wir unser Repertoire unheimlich erweitert und sind jetzt auch als Geschwisterduo durchaus unterwegs. Toll, toll. Ja, obwohl mein Bruder die Laufbahn eines Informatikers eingeschlagen hat. Also ich habe diese, ich muss sagen, es ist Leidenschaft, es ist einfach so. Ich habe diese Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Toll, ich hatte einen Zwillingsbruder, wir mussten Blockflöte lernen und als Duett auftreten, Zwillinge. Ja. Das hat uns den weiteren Zugang zu jedem Instrument verwehrt. Damit war nicht mehr zu erwecken. Ja, sowas. Ich finde es toll, dass Sie
so herangeführt worden sind. Also ich hätte es mir eigentlich auch gewünscht für ein Klavier. Ich hätte gerne Klavier spielen gelernt. Da muss ich meinen Eltern ein großes Kompliment machen. Ich weiß auch nicht, wie die das eigentlich geschafft haben, mich da so bei der Stange zu halten. Die Trompete ist eine sehr undankbare Begleiterin. Eine sehr schöne und sehr wirkungsvolle und auch sehr befriedigende Begleiterin. Aber sie muss jeden Tag bewegt werden. Sonst wird es mit der Lippenkraft nicht und mit der Flexibilität und tralala. Also ich übe jeden Tag. Und als ich angefangen habe, Trompete zu spielen, das ist doch So geht es ja erstmal los. Ja. Aber ich habe durchgehalten. Und ich glaube, nicht nur, weil ich das so doll großartig wollte, sondern weil meine Eltern da den richtigen Ton und die richtige Motivation gefunden haben. Ich glaube, sonst jeder fängt ja irgendwie mal, das gehört fast zum Standard, dass man irgendein Musikinstrument erlernt. Und wenn man da nicht motiviert wird, sei es durch den Lehrer oder durch die Eltern, wie schnell das alles beiseite gelegt. Gitarre bleibt so ein bisschen lediglich begleitend, aber alles andere ist dann ein bisschen mühsamer. Nun haben Sie ja noch eine Disziplin. Und ich habe Kritiken gelesen von Ihnen, die sind ja nicht zu toppen, die Kritiken. Also habe ich eine unglaubliche, starke Widerhall in der Kritik gesehen, nämlich der Schauspielerei. Wie sind Sie, das war ja nun nicht von Ihrem Elternhaus vorgeprägt. Nee. Wie sind Sie da hingekommen? Es ist also, der Ursprung ist schon im Musikmachen. Und als ich früher Filme gesehen habe von Fred Astaire, Ginger Rogers oder Caterina Valente. Also diese alten Schinken, die haben mich schon wirklich sehr bezaubert. Dass ich dachte, das würde ich auch gern können. Finde ich richtig gut. Ich habe dann auch angefangen zu steppen. Das habe ich auch gesehen. Ja, also das mache ich auch immer noch. Also das tat ich also als Teenager. Jetzt haben Sie aber nicht die entsprechende Schuhe an. Nein, habe ich nicht. So, dann überlegte ich nach der Schule, also entweder Trompete zu studieren oder ich hätte mir auch vorstellen können, Musiklehrerin und Altgriechischlehrerin zu werden. Das waren meine Hauptfächer zum Abitur. Oder in die, damals noch inspiriert von Robert Kreis, diesem wunderbaren Kleinkünstler, Großkünstler, der Ein-Mann-Shows. Ein charmanter Holländer, der so wunderbare One-Man-Shows macht. Die habe ich gesehen, dachte ich, will ich auch können. Der war an der Kleinkunstakademie in Amsterdam. Da habe ich ein bisschen Holländisch gelernt, dachte, da gehe ich hin. Und dann wurde aber, und das zu meinem ganz großen Glück, der Studiengang Musical und Show. Und das ist ein Studiengang, in dem ich Schauspiel studiere, Gesang studiere und Tanz studiere. Eingerichtet an der damaligen HDK, jetzt UDK, Universität der Künste in Berlin. Da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und die hat mich bezaubert. Das war ja ein solcher Spaß. Wie lange dauert die Ausbildung dort? 4 Jahre. 4 Jahre. Und da die mich genommen haben und ich dachte, wenn die mich nehmen, dann ist es das. Sie haben mich genommen, es war's. Und da habe ich eine Schauspielausbildung, aber ich muss wirklich sagen, also in 4 Jahren 3 Disziplinen zu lernen, Schauspiel, Gesang und Tanz, das ist ein Beginn, der Beginn eines langen Weges. Das heißt, das Lernen hört nie auf. So ist es. Aber ich habe schon vorsichtig mich getraut zu sagen, ich bin Schauspielerin, die Singen und Tanzen gelernt hat. Also diese Gewichtung hatte ich schon immer und habe das ausgebaut und habe natürlich auch Erfahrungen gesammelt und habe Schauspielweiterbildungen gemacht und sage jetzt wirklich mit Fug und Recht, ich bin Schauspielerin. Und zwar, Sie standen ja, das habe ich auch Ihre Vita entnommen, vor der Kamera und auf der Theaterbühne. Ja. Also das ist auch, unterscheidet sich ja manchmal bei den Schauspielern, dass sie also entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Ja. Ins klassische Theater sind Sie reingegangen und tolle Rollen, ich habe das gesehen. Was hat Ihnen da am meisten zugesagt? Was hat Sie da am meisten gefreut, als Sie auf der Bühne standen? Da ist das allerschönste bisher Bühnen- und Berufserlebnis gewesen, als ich meinen ersten Preis gewonnen habe, noch während des Studiums. Mein Gott, aber das war nun, ich als in Berlin aufgewachsen Seiende Berlinerin mochte das Theater des Westens schon immer sehr gerne damals. Und als ich diesen Preis gewann, und das war der Preis für die beste Darstellung einer Szene,
Mhm. Beim Musical- und Chanson-Wettbewerb hatte ich also beim Preisträgerkonzert einen großen Solo-Auftritt. Mein Gott, ja. Und das erste Mal mit einer Band und ich war das Alpha-Tierchen. Und die machten das so, wie ich das wollte. Ach toll. Ja, das war ganz großartig. Das ist ja, Sie haben ja so viele Talente und so viel. Allein schon in unserem Gespräch kommt immer mehr heraus, was ich ja immer noch im Kopf habe. Ich hätte es vielleicht gar nicht angesprochen. Sie haben ja auch eine eigene Band. Ja. Sie sind mit der Band aufgetreten. Sie sind an den Bühnen aufgetreten. Sie haben hinter der, vor der Kamera gestanden. Auch in mehreren, auch durchaus renommierten Filmen, Krimis und na, Filme, so Krimis. Na ja, ich meine, ja, mhm. durchaus. Mhm. Also, als ich die Titel sah, dachte ich, ja, mhm. einen habe ich doch gesehen. Also, mhm. Und dazu noch das Singen. Ist das eigentlich weg vom Lied und der Opernarie, mehr Richtung Chanson? Wie geht Ihre Neigung? Meine Neigung. Sie beherrschen wahrscheinlich beides in sehr guter Form. Da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aha. Meine Neigung geht in Richtung Swing, mhm. Rock'n'Roll, mhm. Schlager, Chanson. Und natürlich auch das Musical-Fach, denn das habe ich ja gelernt. Und das ist das, was ich auf der Bühne oft mache. Wenn ich aber mit meiner Band auftrete, dann fröne ich meiner Lust. Ja, am Swing und am Rock'n'Roll und am alten Schlager. Und ich bin ja ein Fan von alten Schlager. Also ich muss es ja gestehen, ich kann abfeiern, wenn ich Benny Goodman Don't Be That Way höre. Ja, Glenn Miller, ja. Ich habe an meinem 6. Geburtstag meinen Geburtstagsgästen Glenn Miller's In the Mood vorgespielt. Weil ich dachte, die finden das bestimmt genauso dufte wie ich. Also waren weit jetzt gefehlt. Nicht so mehr. Aber ich finde es immer noch dufte. Also mit 6 Jahren hätte ich das noch gar nicht gewusst. Und ich kann mich dann aber auch genauso an Tulpen aus Amsterdam freuen. Ja. Also der Spannungsbogen geht ja schon sehr weit. Ja. Toll. Ja. Und die treten Sie denn jetzt mit dieser Band, wie heißt sie? Die haben ja irgendwie ein toller Name, war das? Ja, aber das heißt Antiriz und Band. Und Band, aber da war noch ein anderer Begriff das mit dabei. Es gibt den Programm, das Konzertprogramm Antiriz und die Pastellos. Ja, die Pastellos, ganz genau. Genau. Ja, die Pastellos, genau. Und Antiriz und Band ist der Überbegriff. Mhm. Und wer Sie jetzt sehen will? Soll der zuerst ins Theater gehen? Soll der einen Fernsehfilm angucken? Oder soll er sie engagieren mit Band? Oder soll er sie solo engagieren? Was würden Sie sich am freue mich über den Besuch im Theater. Da ich aber über die ganze Republik verteilt Theater spiele und selten in Berlin. In Berlin mache ich eher Musik, eher Konzerte. Ach so, ist das die Berliner erleben sich mit der musischen... Und da in Berlin freue ich mich. Ach Mensch, also in Berlin werde ich auch mal wieder Theater spielen. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt immer nur in Stuttgart oder Ingolstadt so. Aber in Berlin freue ich mich dann über Konzertbesucher natürlich. Oder ich freue mich natürlich auch, wenn man mich und Band engagiert. Ja, meine Güte. Läuft das? Ja, jeder freut sich. Also gut, ich bin in einer völlig anderen Disziplin. Ich habe keinen Agenten. Danach wollte ich Sie fragen. Um diese unterschiedlichen Disziplinen gerecht zu werden, haben Sie auch unterschiedliche Agenten? Also einen für Schauspiel, einen für Singen, einen für Musik mit Band? Oder wo erwischt man Sie? Ja, man erwischt mich über meine Webseite. Dann sagen wir das mal richtig. Ja. Diese Webseite, welche Kamera? Die? Die rote? Nein, da. Doch, ich gucke richtig. Sie gucken richtig. www.riz.net. Genau, der Name wird ja eingespielt, sodass dass jeder, der jetzt ein bisschen, Sie haben ja Sie vermitteln ja Feuer, finde ich, und Temperament. Lass ich alles so stehen, Herr von Trotter. Ich glaube, wer das am Fernseher schon dann miterlebt, der guckt sich, schreibt sich jetzt schon mal den Namen auf und denkt, wo kann ich diese Dame erwischen und sehen, hören und erleben und sowas nicht. Und das macht ja auch, denke ich, Spaß. Ich werde auch mich jetzt, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, ich werde mich auch jetzt fleißig auf Ihre Spuren setzen, immer wieder. Sehr gerne. Aber ich weiß, ich hinterlasse auch welche hier. Ja, und das da ist sehr lieb, ja. Und ich weiß auch, wer mich da immer informiert. Also ich habe da so eine Informationsquelle, das ist schon gut. Aber nochmal zur Frage zurück. Agenturen beschäftigen Sie nicht? Ich war in einer Agentur, bei einer ganz zauberhaften Agentur für Fernsehen.
Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und die Dame hatte ihre liebe Not, mich im Fernsehen unterzubringen. Im Fernsehen, wenn ich drehen möchte, dann muss ich verfügbar sein. Aber ich hatte permanent irgendwelche Konzerttermine oder Theatergeschichten. Und das war dann auf Dauer unbefriedigend. Und letztendlich habe ich auch gemerkt, also nun fahre ich ja wirklich, möchte ich mal sagen, mit dem Schauspiel- und Theaterdasein und meinem Musikantinnen-Dasein zwei Gleise. Und das ist schon viel. Die wollen ja auch bedient sein und gepflegt sein. Wenn ich jetzt auch noch die Fernsehlaufbahn verfolge, würde ich natürlich gerne. Aber da kann ich im Moment überhaupt keine Zeit investieren. Es wartet ja auch keiner auf mich. Also da müsste ich ja auch andauernd irgendwo erscheinen und dies und jenes machen und so. Und das ist also jetzt, meine Entscheidung ist vor einigen Jahren dann gefallen. Es ist die Theaterlaufbahn, das ist auch ganz wunderbar, läuft ja auch hervorragend. Und die Musikantinnen, Musiker, Musikerinnen Laufbahn. Nun haben Sie ja, ich habe das auch Ihren Papieren entnommen, Sie sind verheiratet mit einem Franzosen verheiratet und haben zwei Kinder, die sind jetzt auf der Mittelstufe, sowas ähnliches. Sind das auch kleine Talente, die sich der Musik und dem Spiel, dem Schauspiel widmen wollen? Ja, also da ist ganz großes Interesse bei meiner Tochter. Die macht das auch ganz zauberhaft. Das sage ich jetzt voller Inbrunst als Mutter, aber auch als jemand, der schon viel gesehen hat. Also sie ist da begabt. Sie singt und möchte gerne Schauspielerin werden und hat gerade angefangen mit Stepptanzunterricht. Ah ja, gut. Sie hat Klavierunterricht. Was Sie hier gelernt haben. Ja, genau. Sie hat Klavierunterricht, unser Sohn hat Schlagzeugunterricht. Und also ich hoffe, dass ich meinen Eltern da genug abgeguckt habe in der wohldosierten Antriebshilfe. Üben, mach mal, damit die da trotzdem Lust behalten und nicht zu getriezt sind. Also ich möchte schon gern, dass die Kinder Musik machen, weil ich das selber als so wohltuend empfinde. Ja, ja, ja. In Ihrem Elternhaus waren da so Hausmusikabende auch dann die Regel? Und bei Ihnen jetzt so Hausmusikabende die Regel? Oder ist das eher, läuft das ohne dieses Instrument, das Hausmusikabend? Wir haben damals in meinem Elternhaus zu den großen Festen immer Musik gemacht. Mein Bruder am Klavier, mein Vater und ich an der Trompete. Ja, bei Geburtstagen. Meine Mutter hat am 30. April Geburtstag, da wurden immer Mai-Lieder geschmettert. So. Und ich selber habe eine Vorliebe für das alte deutsche Volkslied. Und habe unter anderem, in mein Herz. Anderem deswegen auch angefangen, Ukulele zu lernen, weil ich mit der Ukulele ja flexibel von Ort zu Ort wandern kann und begleiten kann, wenn ich Lust habe, jetzt Kein schöner Land in dieser Zeit zu singen. Das kann ich ja mit der Trompete nur nicht. Klavier kann ich auch nicht mittragen, kann ich auch nicht so gut. Also das liebe ich sehr. Muss ich mich zu Hause ein bisschen durchsetzen. Aha, gut. Ja. Gut. Nun habe ich ja noch eine Disziplin. Sie sind ja auch noch Dozentin. Ja. Also ich frage mich bei all diesen Begabung, Talenten, denen man ja nachgeben muss, weil man ja auch darüber Geld verdient. Wie kommt Privatleben und noch Dozenten? Wie schaffen Sie das alles unter einen Hut? Und man kann nicht erkennen, dass Sie irgendwie erschöpft sind, dass Sie in irgendeiner Form nach Kräfte ringen müssen, sondern das läuft hier so, also beneidenswert. Finde ich auch. Ich bin da sehr beschenkt. Sie müssten diese Frage vielleicht auch mal meinem Mann stellen, wie der das schafft. Denn der ist ja, wenn ich unterwegs bin, in völlig freiwilligem Einsatz dafür da, das Familienmanagement am Laufen zu halten. Nun haben wir das Glück, dass wir Eltern und Schwiegereltern auch in Berlin haben. So. Ohne die ginge das doch gar nicht. Da würde ich ja gar nicht auf die Idee gekommen sein, das alles so zu verfolgen, wie ich das konnte. Direkt nach den Geburten auch gleich weiter und Friedrichstadtpalast mit Baby und Mutter, die dann das Baby zum Stillen anreichte. Also da ist meine Familie, ja, die machen das ja ganz großartig mit mir. Und dann geht das. Toll. Ja. Wunderbar. Also eigentlich beneidenswert. Jetzt weiß ich wiederum nicht, wir sind in welchen Minuten. Hoffentlich kriege ich das jetzt mal gesagt, sonst müssen wir schon wieder experimentieren. Aber würden Sie diesen Ihren Weg auch Ihren Kindern anraten? Häufig erlebt es bei dem
Papa Husmit und Sohn Husmit und Elisen und Tochter, ja, die ja Schauspielerin geworden ist, das war nicht, fand nicht die Zustimmung. Mhm. Und der Vater war der schärfste Kritiker seiner Tochter, saß immer in der ersten Reihe, ja, und kritisierte, ja, schrieb sie seine Kritik, ja, auf. Also würden Sie Ihren Kindern anraten, doch diesen Weg, wie Sie es gegangen sind und ja noch weiter gehen und noch ausbauen werden, den auch so einzuschlagen? Da kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich Lust hatte, diesen Weg einzuschlagen und meine Eltern mich unterstützt haben und gesagt haben, Antje, wenn du Lust hast, dann machst du das. Und das würde ich meinen und das wünsche ich meinen Kindern. Wenn die Lust haben, das zu machen, dann auf geht's. Immer versuchen, hinaus in die große, weite Welt. Ja, ja. Ich wünsche mir, dass ich ihnen nichts in den Weg lege, was sie daran hindert, ihren Weg zu gehen. Sagen wir es mal so. Bei dem Schauspielfach, Sie sind ja da im Musical ganz groß. Interessiert Sie auch mal das Drama? Ja. Oder? Ja? Also, ja. Und da vielleicht sogar eine bestimmte Rolle, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich eigentlich gerne mal auf der Bühne spielen können. Penthesilea? Penthesilea, ja, gleich, mein Gott, ja. 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 Ach, na, wenn schon, denn schon. Ja, dann gleich in die Vollen. Ah ja, gut, gut, gut. Also beneidenswert, wenn man diese Zielsetzung haben kann. Sind Sie auf Berlin eigentlich, Sie sagen, Sie spielen auf den Bühnen eher im süddeutschen Raum, also hier in Berlin? Ja, das war jetzt muss sehr das präsent. Noch ein bisschen, Ich habe viel in Berlin gespielt, das hat sich dann aber, weiß ich nicht, dann war es eben mal nicht mehr so. Und dann kamen ja auch die Kinder. Ah, ja. Und da war das mit dem Theaterspielen, das musste dann so passen. Und es gab auch eine Band, für die ich mich sehr freigehalten habe. Und dann war das ganz schnell raus. Ja. Ist man ja ganz schnell raus. Ja. Ja. Aber ich habe dann auch irgendwann, ich meine, ich will ja was und ich will auch Theater spielen. Und dann habe ich mich da irgendwann wieder hineinbegeben und habe Klinken geputzt und bin vorsingen gegangen wie früher. Ja. Es gab eine Zeit, da wurde ich im, da die Rietz, die kannst du nehmen. Ja. Und jetzt ist es wieder so. Das ist so auf. Da gab es Zwischenzeiten, wo die Kinder kamen, musste man ein bisschen pausieren. Und das heißt dann ein wieder, bisschen? Wenn man ein bisschen pausiert, dann ist man ein bisschen wieder weg vom Fenster. Es ist, ja, es war also tatsächlich dieser Weg, dass ich in ganz Deutschland gespielt habe, das war nicht mehr möglich. Da war ich dann auf Berlin tatsächlich beschränkt und habe da ganz viel mit meiner Band, das war eine Damenband damals, nicht meine, sondern eine Damenband, ganz viel gemacht, viele Konzerte gegeben und das hat meinen Teil des Haushaltsgeldes auch durchaus gebracht. Und durch Kinder und diese Band habe ich ganz viele Theateranfragen abgelehnt. Und dann kommt halt natürlich nichts mehr. Ja, das ist richtig. Ja, einmal deswegen musste ich mich Mal da richtig Mal, wieder rein. Neustart. Wie so ein Neustart, Donnerwetter. Ja. Aber das ist nur auch schon eine Weile her, dieses Klinkenputzen und Vorsingen gehen. Und ich bin, hallo, ich bin ja noch da. Also das hat funktioniert und nun ist es so wieder dufte. Ich habe natürlich irgendwie ein kleines Attentat, aber das haben wir nicht vorher besprochen, ein Attentat, weil ich Sie auch lese da, Sie können auch jodeln. Ja. Und das, können wir das irgendwie schnell mal so in die Gegend machen? Selbstverständlich. Toll, na, das finde ich doch selbstverständlich. Ja. Warum ich jodeln kann, das weiß ich auch nicht. Ja. Ich habe das irgendwie in der Kehle und habe eine, also, obwohl Berlinerin, eine merkwürdige Affinität zum Alpenländischen. Und höre gern das Jodeln und da ich es nun kann, habe ich es auch ausgebaut und tue das jetzt. Ja, wunderbar. Jodelbaby nennt mich jeder, hola jodlodi, jodlodi, jodlodi. Doch ich jodle nur für Peter, hola jodlodi, jodlodi, jodlodi. Wo ein anderer singt und drückt in Worten sich aus, wird bei mir unbedingt ein Jodler draus. Ein noch Jodelbaby nennt mich jeder, hola jodlodi, jodlodi, jodlodi. Doch ich jodle nur für Peter, hola jodlodi, jodlodi, jodlodi. Bravo! So. Ja, toll, toll. Also wunderbar. Da ich ja lange Zeit, 26 Jahre in Bayern gelebt habe, war das natürlich jetzt so ein Attentat, das hätte ich eigentlich mit Ihnen vorher absprechen müssen. Ja, das macht ja gar nichts. Ich kann ja auch Nein sagen. Von mir. Ja, das hätten Sie natürlich sagen können, aber ein bisschen unverschämt von mir. Aber hatten natürlich sofort mein bayerisches Wahlheimatsherz
wieder zum Glühen gebracht. Wunderbar. Angejodelt. toll. Das kann man natürlich hier in preußischen Berlin wahrscheinlich weniger einbringen. Gerade. Aber ach, ja. Ach, ich finde das ja wunderbar, wenn ich so einen Swing- und Rock'n'Roll-Abend mache und dann huscht da plötzlich so ein Jodellied durchs Repertoire. Da denken die Leute, das kann doch nicht wahr sein. Was macht die denn da? Ist ja, ach, oh, ist ja toll. Ich so mit Freude. Ich bin natürlich auch in Berlin aufgewachsen, bevor ich in meine Wahlheimat ging. Und wieder zurückgekehrt nach Berlin, aber ich höre eben dann doch die schöne Berlinerische durch. Und, ja. Und zwar in dieser angenehmen Variante. Mhm. Also nicht in der so polternden und kraftvollen, sondern hineingewobenen Variante. Also das, und deswegen finde ich das gut. Mit dieser Band treten Sie dann hier in Bars oder geben Sie ganze Konzerte? Weil Sie sind ja auch in der Philharmonie, habe ich gelesen, aufgetreten. Ja. Also da tritt man dann nicht mit der Band auf oder so. Da bin ich damals mit dem Damenorchester Salome aufgetreten. Das habe ich mal Salome, das kenne ich ja. Ach was? Ja. Mit denen bin ich auch verbandelt. In der Philharmonie. Donnerwetter. Ja. Also ich glaube, in diese Sättel, die Sie alle besetzt haben, passen nicht, eigentlich nicht auf eine Person. Also unglaublich stark. Unglaublich. Ich habe in diesen 8 Jahren, wo ich diese Sendung mache, schon manchen, der in 2 Disziplinen vielleicht den gerecht werden konnte, erlebt. Aha. Aber so in diesen vielen Sätzen, in denen Sie zu Hause sind, habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Und das war auch der Grund, weshalb ich Sie hier eingeladen habe. Weil das eben doch, es gibt, und ich glaube, das teilen Sie jetzt auch in dieser Sendung mit, es gibt eben Freude in jeder Disziplin. Und Sie können das unter einen Hut kriegen. Und ich denke, mancher, der sich die Sendung ansieht, sagt, oh, Donnerwetter, also was Sie kann, kann ich zumindest versuchen. Oder sowas. Also, Sie haben da ja deutlich einen Motivationsschub vielleicht. Ja. Bei Ihren Schülern, Sie sind Dozentin an der UDK. UDK, ja. Ja. Mhm. Und zwar in einer welcher Disziplin? Ich bin in meinem alten Studiengang gelandet, in dem Studiengang Musical Show. Dieser Unterricht, den ich dort mache, der ist damals extra für diesen Studiengang entwickelt und erdacht worden. Dieser Unterricht heißt Labor. In diesem Unterricht werden werden alle 3 Disziplinen, also Schauspiel, Gesang und Tanz, verwendet. Ich nenne das mal Grundlagenforschung. Also ich unterrichte auch immer den ersten Jahrgang, in dem die Studenten viel Neues an sich entdecken, sich kennenlernen, sich selber überraschen, ihre Grenzen erfahren und darüber hinausgehen, sich in manchen Übungen nach außen stülpen, lernen aber auch, sich wieder einzustülpen. Aber das ist ein sehr, an die Seele, an die Psyche gehender Unterricht, der aber sehr spannend ist. Und wie ich finde, als Grundlage, um darauf dann mit Schauspieltechnik zu arbeiten, um zu wissen, was für einen Pfund an Emotionen ich überhaupt habe, oder was in meinen ganzen kleinen Schubladen, die ich aus Kontenancegründen zugemacht habe, alles schlummert, wenn ich sie mal aufmache. Also darum geht es in wunderbar. Dem Unterricht. Aber jetzt, wenn ich nicht 73 Jahre alt wäre, würde ich mich zu Ihren Schülern sofort auf die erste Reihe setzen und denken, von dieser Frau kann ich auch noch eine Menge lernen, trotz dieser Abgeklärtheit eines schon vorgerückten Alters. Vielen Dank, Sie sind ja hierher gekommen, auch unmittelbar, glaube ich, von Ihren Studenten weg habe ich Sie gerissen, um in diese Sendung zu kommen. Wir sind in der letzten Minute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich glaube, Sie haben viel begeistern können für alle Disziplinen, die Sie hier heute haben offenbaren können. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Für Ihre Schüler natürlich auch den Erfolg und für Ihre Band und für Ihr Auftreten und Ihre Familie. Eigentlich, ich weiß gar nicht, was man sagen kann, viel Glück und langes künstlerisches Leben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, Herr von Trotter. Dankeschön. Und meine Damen und Herren an der Kamera, an den Fernsehschirm. Nächste Sendung wird wieder etwas ganz anderes sein. Bleiben Sie dieser Sendung einfach treu. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben.